Und ich glaube, Khalid kriegt jetzt doch mal die Tränke hier und behält den einen Trank hier und behält den. Trank der Sturmriesenstärke. Trank der Geschütztheit, der macht nur Elektrizitätsresistenz. Kann also verkauft werden, genauso wie das falsche Gegengift. Und Trank der Schöpferkraft, den kriegt sie, falls sie mal einen Intelligenzboost braucht. So, dann gucken wir uns hier drin mal um. Hier sind ja auch noch ein paar Regale. Verfluchte Schriftrollen, die erkenne ich mittlerweile. Weil keine da... Oh doch, die eine sieht so aus, als ob sie eine Schutzformel gegen Säure wäre. Ja. Wobei ich mittlerweile nicht weiß, wofür wir so viele Schutzformeln brauchen. So, und den Rest können wir nicht plündern, schade. Ja, was wollt ihr? Nichts leichter. Hätten wir den Eisenthron noch mal ein paar Sachen ärmer machen können. Beinahe unter meiner Würde. So, den Händler lassen wir in Ruhe, der tut uns nichts. Wir geben lieber mal ein Stockwerk höher. Gucken uns da weiter um. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ah. Dratan, wo wollt ihr denn hin? Also wieder ein Wächter. Nach oben. Und wo gedenkt ihr hinzugehen? Der fünfte Stock. Sarivok bat uns eine wichtige Mitteilung an seine Gefolgsleute zu bringen. Nach oben. Wo gedenkt ihr hinzugehen? Ihr meint wohl, ihr werdet besonders witzig, was? Wächter, die Treppe hoch. Wir haben hier ein paar Eindringlinge. Oh. Okay. Wer bist du? Noch ein Wächter, aber ein besserer. Solche Jungs haben wir doch schon in den Minen, in den Mantelwaldminen verdroschen. Oh. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Noch mehr Wächter. Aber der eine Typ da, der hat vielleicht was Interessantes bei sich. Ja, Gold. Okay. Ja, ich hab genug davon. Wächter moralisches Versagen, Flucht. Ja, gut. Okay, wir haben gerade wieder ein paar Wächter des Eisenthrons abgeboxt. Ich muss aber ehrlich sagen, die haben einen schön eingerichteten Turm hier. Auch wenn wir nicht hier runter gucken können, was komisch ist. Okay, nächstes Stockwerk. Wir müssen nämlich, glaube ich, in den vierten Stock, wenn ich gerade richtig gehört habe. Ihr dort, was habt ihr hier zu suchen? Ich kenne euch nicht. Wir haben geschäftlich mit euren Anführer zu tun. Wir kommen gerade aus Zembia und sind recht erschöpft. Also wären wir euch dankbar, wenn ihr zur Seite tretet. Wir kommen aus Kormir. Nö, machen wir das. In Ordnung, entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Gut. Okay, an dem kommen wir jetzt einfach so vorbei. Wer bist du? Bist du noch ein Wächter? Einen Moment, könntet ihr mir bitte sagen, wo ich Rieta finde? Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Ich bin zu lange hingehalten worden. Rietas verdammter Sohn Sarivok scheint zu denken, er habe hier das Sagen. Wir müssen nach eurem Namen fragen, bevor wir ausbauen, wo die hohen Tiere vom Eisenthron sind. Ich bin Nordturai und euer hohes Tier vom Eisenthron legt mal ihr Rechenschaft ab. Ich bin gerade aus Selguand in Zembia angekommen. Der Rat möchte wissen, wie die Dinge stehen. Jetzt sagt mir, wo ich Rieta finde. Rieta ist momentan in den oberen Büros. Wenn ihr dort hinauftrefft, trefft ihr ihn bestimmt an. Eigentlich wissen wir im Moment wirklich nicht genau, wo er ist. Entschuldigt, wenn wir euch Unannehmlichkeiten bereitet haben. Nehmen wir mal das untere. Gut, endlich bekomme ich eine direkte Antwort. Der Typ ist nämlich wohl eins der hohen Tiere aus der Hauptstelle in Zembia. Da kommt der Eisenthron ja eigentlich her. Ich habe die besten Preise diesseits von Kormir. Und vielleicht wissen die gar nicht, was Gelter hier treibt. Was macht ihr hier in den Speisesälen? Schwerhütet auf der Stelle, sonst lasse ich euch hinauswerfen. Okay. Riskiert keine dicke Lippe, Bauer. Wisst ihr, wer ich bin? Eigentlich nicht. Emissary Tar. Endlich jemand, der aussieht, als ob er mir helfen könnte. Die ganzen Idioten und Blödmänner hier waren bisher keine große Hilfe.
Ich fürchte, ihr habt uns verwechselt. Ich bin Dummkopf, das hier ist mein Freund Trottel und hinter mir steht ihr hirnlos und Stümper. Wie geht es euch? Ah, die tolle Humor des Spiels. Natürlich, wie kann ich euch behilflich sein? Lasst doch den Unsinn. Ich habe nicht vor, eure Vornebentuerei noch länger zu ertragen. Ihr könnt mich Emissary Tarn nennen und mir zeigen, wo ich die nächsten Stock befindet. Ich habe wichtige Geschäfte im Auftrag der Großherzogin im 5. Stock zu erledigen. Emissary Tarn, es wäre sehr unhöflich von mir, euch über das Wesen eurer Angelegenheit im 5. Stock zu... Emissary Tarn, wäre es sehr unhöflich von mir, euch über das Wesen eurer Angelegenheit im 5. Stock zu befragen? Die Treppe, nun ja, die liegt hinter mir, gar nicht weit entfernt von ihr. Bitte, welche Angelegenheiten euch auch hierher bringen, überlegt es euch. Ich habe ein ungutes Gefühl an diesem Ort. Ich würde mich um eure Sicherheit sorgen. Wie schrecklich ritterlich von euch, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Aber vielen Dank. Und außerdem bin ich hier, um mit Taldorn einen Eisenvertrag auszuhandeln. Und die Großherzöge wären wohl kaum begeistert, wenn ich eine solch wichtige Aufgabe euretwegen vernachlässigen würde. Wenn ihr euch also ein ebensolcher Idiot und Dummkopf erweist wie die anderen, werde ich die blöde Treppe alleine finden. Okay. Koch? Hallo, mein Freund. Ich muss mich für meinen Kumpel entschuldigen. John gerät immer sehr schnell in Rage. Da kommt man besser nicht in die Quere. Gibt's in der Küche was Interessantes? Ach auch. Nicht wirklich. Und du bist dann wohl John, hä? Das ist meine Küche. Ich habe etwas gegen Eindringer, also raus mit dir. Oh. Ja gut, wir gehen gleich wieder. Du hast wahrscheinlich eh nichts Brauchbares in deiner Küche außer Mehl. Gut, wir sind jetzt im 3. Stock oder so. Und im 5. müssen wir erreichen. Das heißt, wir haben noch 2 Stockwerke. Beinahe unter meiner Würde. Wir haben hier einen Barkeeper. Hallo Kamerad, ich kenne euch nicht. Das ist ziemlich seltsam, denn ich kenne eigentlich jeden hier bei Meisenhof. Erzähl schon, wer seid ihr? Wir sind Kaufleute aus Zambia. Aus Zambia, gell? Wenn ihr zu Räter oder Bonus wollt, habt ihr kein Glück. Sie haben in Kerzenburg was Wichtiges zu erledigen. Okay. Beinahe unter meiner Würde. Gucken wir uns mal die Zimmer hier an. Hier gibt es Bücherregale. Vielleicht finden wir was Interessantes. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Was? Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Hallo, ihr müsst die Stadthunterhändler sein. Lasst mich mal in der Liste nachsehen. Hier, Emissary Tata ist ein pünktlich auf die Minute. Ja gut, Talisa ist eine Frau, aber ein bisschen zu gut bewaffnet, um eine Stadthunterhändlerin zu sein. Sehr erfreut, mein Name ist Destus Gorn, stellvertretender Oberrechnungsführer für die Operation des Eisenthrons an der Schwertküste. Ganz kurz zum Verlauf von Verhandlung hier bei uns. Bevor ihr euch nach oben begibt, Taldorn wird von 6 Beratern des Eisenthrons von außerhalb begleitet sein. Samir Cloudwolf, Gardusch, Narban, Diab, Asamin und Alai. Alles ehrenhafte Herren und gespannt darauf, euch zu treffen. Zu diesen Beratungen kommt heute noch ein 7. dazu. Herr Lyle Espejo, er soll dafür sorgen, dass alles glatt läuft in diesen Zeiten des Umbruchs. Was die Tagesordnung angeht. Bitte, Herr Gurn, ich habe selber ein Exemplar der Tagesordnung und wünsche nicht mehr als nötig hier zu verschwenden. Wenn Sie so nett wären, mich nur nach oben zu den Verhandlungen durchzulassen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich fürchte, ihr habt mich verwechselt. Bitte lasst mich einfach meine Angelegenheiten hier weiter verfolgen. Also wir wissen schon mal, dass Taldorn ist ja einer der 3 Anführer. Das haben wir von dem Suffkopf aus der Diebesgilde erfahren. Taldorn ist da oben mit 7 anderen Leuten, die wahrscheinlich alle seine Leibwächter sein werden. Also müssen wir uns gut vorbereiten, wenn wir da hochgehen. Fragen wir mal zur Tagesordnung. Auf der Tagesordnung steht, wie ihr wohl wisst, die Diskussion eures aktuellen Angebots bezüglich der Eisenpreise und einige Anmerkungen zu den von uns gerade erworbenen neuen Minen. Davon würde Herr Espejo jedoch gerne einige Worte mit euch wechseln über die positiven Änderungen und die wirtschaftliche und sonstige Dynamik.
die ihm bei kürzlichen Reisen durch die Region der Schwertküste aufgefallen sind. Das wird euch sicherlich interessieren, aber ich will eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, wenn ihr euch jetzt nach oben begeben wollt, damit die Verhandlungen beginnen können. Ich liebe Geld. Ja, dass die Händler Geld lieben. Danke, der hat uns auf jeden Fall schon mal unfreiwillig Informationen gegeben. Was heißt unfreiwillig aus Versehen? Oh. Ich liebe Geld. Ja, stinkende Wolke, Flammenpfeil. Stinkende Wolke und Flammenpfeil. Was wollt ihr? Gut. Dann nehmen wir den letzten Zauber auch gleich mit. Wir könnten nämlich Stufe 4 Zauber für Dünner hier noch gebrauchen. Eine Schutzformel? Haben wir so eine schon? Nein. Schutzformel gegen Versteinerung. Oh. Ja, okay, das ist dasselbe nochmal in grün. Ja, okay. Kalle, du nimmst die alle mal. Dann gucken wir uns mal auch noch auf der anderen Seite um. Bücher. 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 Bücher brauchen wir ja zurzeit keine mehr sammeln. Noch ein Buch und noch ein Buch. Okay. Dann speichern wir mal und gucken uns dann hier in den Räumen um. Hier ist nur ein Händler, ein Kaufmann. Wie kann ich euch nun helfen? Man hat mir hierher geschickt, ihr sollt für das Anwerben vom Personal des Eisentrons zuständig sein. Wir suchen die Anführer des Eisentrons. Und warum sucht ihr nach denen, dürfte ich fragen, wer ihr seid und was ihr hier treibt? Wir sind Kaufleute, wir kommen gerade aus Zembia und haben wichtige Neuigkeiten für eure Anführer. Tiarieta ist momentan nicht da. Ich schlage vor, ihr sucht euch ein Gasthaus und wartet, bis er aus Kerzenburg zurück ist. Okay. Ich liebe Geld. Ja, das tue ich. Wir suchen die Anführer. Wir sind Kaufleute aus Kormir. Aus Kormir? Das ist ja sehr interessant. Immerhin darf der Eisentron dort gar nicht agieren. In meinen Augen seid ihr nicht als Spion. Wache? Oh, ups. Ich liebe Geld. Ja, ich liebe das Geld. Durch. Ja. Oh. Okay. Was? Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Wache. Gut, töten wir die Wächter. Jetzt ist auch der Schankwirt sauer auf uns hier. Wahrscheinlich, weil er zugesehen hat, wie wir die Wächter töten. Wo ist der Letzte? Hier war doch eigentlich gerade noch einer, oder? Ah. So, alle tot. Ist das überhaupt der Schankwirt? Nein, das ist einfach nur ein Kaufmann. Okay, und er schreit um Hilfe. Nicht so toll. So, das heißt, im nächsten Stock erwarten uns wohl die Bösewichte. Man kann es ja mal versuchen. Kann ich kurz Kalito schicken zum Gucken? Ja. Wenn niemand besser geeignet ist. Hütet euch besser vor. Ich klicke mal kurz weg. Na, das Spiel nochmal neu. Ups. Quick Save. So. Okay, das heißt, es geht jetzt ans Buffen. Dafür muss Khalid sicherheitshalber den Umhang ablegen, weil der hat 25%ige Schutz. Also Chance, dass die Zauber auf ihn fehlschlagen. So, Spiegelbilder. Und hast. Ja. Du ein Gebet. Du ein Segen. Was wollt ihr? Dann schluckst du einen Heldentrank. Du schluckst so ein und so ein. Du kannst einen Verwundbarkeitstrank schlucken. Du einen Absorptionstrank zur Sicherheit. Du den noch. So, wir sind gut bewaffnet und gerüstet. Gut. Nichts leichter als das. Und dann gucken wir mal. Hütet euch besser vor meinem Zorn.